Mein Name ist Julia, ich bin 26 und studiere gerade Kunst. 14. Semester. Wo studierst du das? Hier in Stuttgart an der Staatlichen Akademie der Bildenden Künste. Genau, am Killesberg im Norden, also nicht an der Uni. Warum hast du dich dafür entschieden, das hier zu studieren? Also bei mir war es so generell Kunststudium. Ich habe mich schon immer für Kunst interessiert, seitdem ich eigentlich klein bin, immer gezeichnet. Und dann war schon klar, dass ich eigentlich das studieren möchte. Und hast du dich auf eine bestimmte Fachrichtung spezialisiert? Also bei uns ist es so, wir machen zuerst die Grundklasse und da ist man eigentlich relativ frei, was man macht. Also man ist generell eigentlich frei, was man machen darf oder kann und möchte. Und bei uns ist so, zuerst kommt die Grundklasse, da kannst du dich nochmal komplett irgendwie umorientieren oder einfach ausprobieren, was du machen möchtest. Und dann bewirbt man sich auf eine Fachklasse und die Fachklassen sind bei uns so aufgestaffelt, dass wir haben Klassen, die werden von einem Malerprofessor geführt. Wir haben Klassen, die sind eher von Video- oder Fotografieprofessoren. Also ihre eigenen Sachen sind eben dann Fotografien. Und da ist natürlich dann sinnvoll, wer irgendwie Lust auf Malerei hat, der geht in eine Malereiklasse. Oder wer Bock auf Zeichnung hat, der geht dann eher zum Beispiel zum Alexander Rob oder so. Und wie sieht denn bei dir so ein typischer Tag hier an der AK aus? Früh morgens irgendwann herkommen, bisschen Atelier arbeiten, Mensa und dann wieder ins Atelier, Kaffee trinken. Also es ist immer, wir sind relativ frei. Ich studiere ja auch auf frei, also ohne Lern, ohne Zweitfach. Deswegen, ich muss keine Seminare mehr machen eigentlich. Meine Werkstattscheine habe ich auch abgehakt. Wenn man das noch alles vor sich hat, dann hat man eben nochmal Werkstattkurse oder man macht Projekte in den einzelnen Werkstätten. Aber bei mir ist gerade so, ich bin komplett frei und kann mir meinen Tag im Atelier selber einteilen. Das heißt, ich komme einfach irgendwann her, setze mich an meinen Tisch und zeichne oder schleife irgendwelche Sachen oder ja, genau, also mache einfach meine eigene Arbeit, was eigentlich ziemlich, ziemlich geil ist. Und was war denn so dein schönster Moment im Studium? Oh, gibt es sowas? Also jedes Mal, wenn man, glaube ich, jemandem auch erzählt, wie das Studium ist und man sich nochmal bewusst wird, was für einen Luxus man eigentlich hat, einfach ins Atelier zu kommen, diesen eigenen Platz zu haben, sich da ausbreiten zu können. Das ist eigentlich gerade, bin ich auch, oder ich glaube, die meiste Zeit meines Studiums war ich mehr im Atelier und einfach diesen Luxus zu haben, hier reinzukommen, seine Sachen zu machen, ohne dass dir irgendjemand Vorgaben gibt. Das ist eigentlich, ja, totaler Luxus. Findest du, es gibt auch negative Seiten? Bestimmt gibt es, ja, es gibt schon ein paar negative Seiten, dass man, also ich finde es schon ganz gut, dass man hier alleine im Atelier ist. Oder ich bin alleine im Atelier. Manchmal gibt es aber auch den Punkt, wo man sich irgendwie noch gerne jemanden dabei hätte. Also es gibt immer so Kompromisse, weil wie gesagt, das ist ein Raum im Atelier, mit dem du irgendwie, den du teilst mit anderen Leuten. Und da gibt es schon immer so ein paar Quälereien auch mit Klassenbesprechungen, wenn man sich manchmal denkt, wie lange dauert das noch? Also es gibt so jeden Tag gibt es natürlich irgendwie so kleine Punkte, wo man sich manchmal kurz aufregt, aber das ist ja in jedem Studium so. Und was planst du denn für die Zukunft, wenn du hier fertig bist? Das ist immer die grausamste Frage, die man, glaube ich, stellen kann. Erstmal, also ich habe mich jetzt noch auf ein Aufbaustudium, das heißt Meisterschüler hier beworben. Mal gucken, ob es klappt. Ich habe das relativ schnell die Bewerbung abgemacht. Ansonsten auf Stipendien bewerben und ja, mal gucken, ob es da dann einfach mit der Kunst funktioniert. Also ich bin da jetzt gerade nicht so eng gefasst, was das angeht. Was glaubst du denn, was muss jemand für Charaktereigenschaften mitbringen, um für das Studium hier geeignet zu sein? Kompromissbereit in vielen Fällen, was Klassendynamik angeht. Ansonsten nicht allzu engstirnig, nicht allzu kritisch, oder was heißt zu kritisch, aber aufnahmefähig, was Kritik angeht, auf jeden Fall. Also wie gesagt, nicht engstirnig im Sinne, wenn ein Professor dir irgendwie was sagt, darfst du nicht denken, oh, der hat mich gerade mit bleich oder sowas. Einfach generell kommunikativ, offen, herzlich sollte man schon sein. Und hast du jetzt einen eigenen Stil entwickelt? In welche Richtung geht deine Kunst? Ich glaube, das macht jeder, dass es irgendwann entwickelt ist. Also bei mir ist gerade ja so, was die Zeichnungen angeht. So, ich habe am Anfang schon immer surreal gezeichnet und ich glaube, das sieht man jetzt schon noch in meinen Zeichnungen drin. Also gerade ja, so surreale Zeichnungen oder ein bisschen abstrakter Surrealismus vielleicht, würde ich sagen. Und was würdest du Schülern, die kurz vorm Abschluss stehen, empfehlen, wenn sie auch Kunst studieren möchten? An die Kunstakademie gehen und mal rumgehen durch die Ateliers. Also ich glaube, so Informationstage, also wir haben ja auch offizielle Informationstage, die sind immer so ein bisschen geführt und so ein bisschen gestellt.
Ich glaube, wenn ich irgendwie Interesse hätte, dann würde ich in Stuttgart leben und würde gucken, ob ich mich da bewerben will. Einfach mal irgendwie auch auf Arca-Partys gehen, mit den Leuten einfach reden, fragen, wie es denen geht. Also einfach mal so dieses ganze Flair an der Kunstakademie mitbekommen, wenn es einem dann gefällt. Oder auch durch die Ateliers gehen, mit den Leuten reden. Wenn es einem dann gefällt und wenn man irgendwie so den Vibe spürt und der einem gefällt, dann bewerb dich einfach. Dann eine Mappe machen, 20 Arbeiten muss man ja dazu machen und dann einfach mal abgeben. Und wenn man eh Interesse dafür hat, ich glaube, dann kann man auch eine Mappe gut machen. Und zum Beispiel an so in Mappenkursen teilnehmen, kann schon hilfreich sein, aber ich glaube, wenn man selber so die Motivation dafür hat, dann kriegt man das auch so ganz gut hin. Und sowas sehen die Professoren dann auch, wenn die Bewerbung bekommen, dann sehen die auch, ist da schon Interesse da, und dann sollte es eigentlich in den meisten Fällen klappen.